Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 12. Das ist die dritte Lesung des Gesetzentwurfs der Freien Demokraten, Gesetz zur Stärkung der digitalen Bildung. Berichterstatter ist der Kollege Promny, und der hat auch gleich das Wort. Und wer der Berichterstatter hat, kann er auch gleich mit seinem Redebeitrag beginnen. Herr Kollege Promny, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Offen gesagt fällt es mir äußerst schwer. Aber natürlich komme ich meiner Pflicht als Berichterstatter nach. Der Kulturpolitische Ausschuss empfiehlt dem Plenum, den Gesetzentwurf in dritter Lesung abzulehnen. CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, AfD gegen SPD, Freie Demokraten, Enthaltung DIE LINKE. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir haben dieses Gesetz hier und auch im Ausschuss diskutiert. Ich möchte daher heute wirklich kurz ein paar Kernpunkte herausstellen und ein letztes Mal um Ihre Unterstützung werben. Kollege Schwarz hat in der letzten Lesung hier im Plenum gesagt, dass man alles, was der Gesetzentwurf regelt, auch schon machen könne. Dabei hat er sich dann auf verschiedene Paragraphen bezogen. Ich stelle gern noch einmal klar, warum genau diese Paragraphen unser Gesetz gerade nicht überflüssig machen, Kollege Schwarz. In § 10 geht es um die Zulassung digitaler Lehrwerke und in § 153 um die Lernmittelfreiheit. Wir sind uns hoffentlich einig, dass das mit dem vorliegenden Gesetzentwurf wirklich rein gar nichts zu tun hat. Und ähnlich, Kollege Schwarz, verhält es sich auch mit der Medienbildung. Ich nehme an, dass Sie entdeckt haben, die Medienbildung findet sich unter der Überschrift Lernbereiche und Aufgabengebiete. Im vorliegenden Gesetzentwurf geht es um die Verwirklichung des Bildungs- und Erziehungsauftrags. Ich denke, jeder kann nachvollziehen, dass auch dieser Punkt etwas ziemlich anderes ist. Zuletzt § 86. Hier geht es um die pädagogische Freiheit der Lehrkräfte, die im Rahmen der Grundsätze und Ziele der § 1 bis 3 unterrichten. Unser Gesetzentwurf ist gerade eine Präzisierung genau dieser Grundsätze. Er verstößt also nicht gegen die pädagogische Freiheit. Über den Grundsatz der Erziehung zur Selbsttätigkeit nach § 3 Absatz 12 würden Sie ja beispielsweise auch nicht sagen. Das beeinträchtigt jetzt aber die pädagogische Freiheit der Lehrkräfte. Und das ist auch genau der Kern. Es geht also nicht darum, das alles schon machen zu können, sondern es geht gerade darum, grundlegende Weichenstellungen für die digitale Bildung zu treffen. Aber ich glaube, das will Kollege Schwarz, so sehr ich Sie schätze, das wollen Sie einfach nicht verstehen. Wir haben im Rahmen der dritten Lesung auch noch einen Änderungsantrag eingebracht. Der betrifft den Begriff Bedarfsfall. Den haben wir noch einmal genauer gefasst. Da gab es ja auch in der Anhörung Befürchtungen, wir würden den Präsenzunterricht durch die Hintertür abschaffen wollen, obwohl wir das in der Begründung ja klargestellt haben, dass das nicht unsere Intention ist. Nichtsdestotrotz haben wir jetzt noch einmal mit dem Änderungsantrag eine Präzisierung vorgenommen. Wir haben explizit im Gesetzestext aufgenommen, wie wir das verstehen wollen. Ich glaube, unterm Strich ist klar, wenn Präsenzunterricht nicht möglich ist, dann muss aber zumindest Digitalunterricht möglich sein. Und das ist das Entscheidende, meine Damen und Herren. Zum Schluss werbe ich noch einmal für diesen Gesetzentwurf. Ich halte ihn für tragfähig und halte ihn auch für zukunftsfähig, und das aus zwei Gründen. Ich finde, es ist auch ein Zeichen des Respekts denen gegenüber, die das Ganze in der Praxis umsetzen, obwohl immer noch von Ihnen so getan wird, als sei es einfach nur ein kleines Nice-to-have. Und zweitens, weil wir langfristig endlich anerkennen müssen, dass das digitale Lernen zu den Grundsätzen unseres Bildungswesens gehört. Und das ist nicht nur unsere Meinung, das war auch die Meinung der Anzuhörenden, jedenfalls im wesentlichen Teil. Und ich denke, zumindest denen könnten Sie sich, zumindest von denen könnten Sie sich überzeugen lassen. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank, Kollege Promny. Nächster Redner ist der Abg. Feilmann für die Fraktion der CDU. So.
Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Kollegen der FDP-Landtagsfraktion! Ich kann es, glaube ich, auch recht kurz machen, denn die Argumente, das wurde schon erwähnt, sind ja eigentlich hinlänglich in den vergangenen Plenarrunden und im Ausschuss ausgetauscht worden. Ich kann nur wiederholen, was ich dort zu Ihrem Gesetzentwurf gesagt habe. Ich möchte an dieser Stelle allerdings nochmals darauf hinweisen, dass wir die Überlegung, die hinter den vorgestellten Gesetzentwurf stehen, möglicherweise weitergehende gesetzliche Regelungen dem Hessischen Schulgesetz hinzuzufügen, nicht per se ablehnend gegenüberstehen. Ihrem Gesetzentwurf in der vorliegenden Fassung können wir nicht zustimmen, denn Ihr Gesetzentwurf ist nach unserer Meinung nicht erforderlich. Werter Herr Promny, Sie wissen, wie sehr ich Sie schätze. Doch das, was Sie sehr oberflächlich zum Ausdruck bringen, ist auch nach meiner Meinung, und da kann ich dem Kollegen Schwarz nur zustimmen, in ausreichender Form längst geregelt, und zwar in dem Gesetz, welches Sie ergänzt haben wollen. Auch haben uns die Stellungnahmen der Anzuhörenden nicht restlos von der Sinnhaftigkeit des Papiers überzeugt. Wir haben zwar sowohl Zustimmung als auch Ablehnung erfahren, übrigens erstaunlicherweise Ablehnung auch von der GEW. Wir finden es allerdings auch sehr bedenklich, wie viele Lücken durch die von Ihnen gewählten Formulierungen von einigen Anzuhörenden aufgezeigt wurden. Ich denke, wir sind uns einig, dass eine gesetzliche Regelung weiterhelfen soll und nicht nur Lücken aufzeigen soll. Satz 1 und 2 Ihres Gesetzentwurfs sind bereits abgedeckt durch § 10 des Hessischen Schulgesetzes, und Satz 3 ist quasi erledigt durch die längst gewährte Möglichkeit, Distanzunterricht einzusetzen. Auf dieser Grundlage handeln unsere Lehrerinnen und Lehrer bereits seit Jahren im Sinn der Einbindung digitaler Elemente in den Unterricht. Ich gebe zu, natürlich kann dies noch weiter ausgebaut werden. In vielen Redebeiträgen der vergangenen Wochen und Monate haben wir Ihnen aber versucht zu erläutern, wie viele Maßnahmen es bereits gibt, um die digitale Kompetenz der unterschiedlichsten Ausprägungen sowohl des Lehrpersonals als auch der Schülerinnen und Schüler auszubauen. Ihre diesbezüglichen Hinweise im ersten Absatz der Problemschilderung Ihres Gesetzes sind daher nichts weiter als die Wiederholung dessen, was selbstverständlich ist und was schon längst die Agenda der Landesregierung mitprägt. Natürlich bleibt der Präsenzunterricht auch bei der Nutzung digitaler Hilfsmittel der Regelfall. Niemand hat es jemals in Zweifel gezogen. Sie bessern ja auch in Ihrem Änderungsantrag dies jetzt nach. Andere zeitweise Regelungen sind dann einer jeweils aktuellen Lage geschuldet. Und das funktioniert auch weitestgehend, wie wir zurzeit feststellen können. Fassen wir zusammen. Der vorliegende Entwurf eines Gesetzes ist nicht zielführend, lässt hingegen viele Fragen offen, wie uns die Anzuhörenden ja aufgezeigt haben. Lassen Sie uns die Anzuhörenden wirklich ernst nehmen und die gemachten Einwendungen ernsthaft prüfen. Das dauert ein wenig. Aber soweit sich dann tatsächlich zwingender Regelungsbedarf ergibt, werden wir sehen, in welcher Form bis hin zur Ergänzung des Hessischen Schulgesetzes es sinnvoll ist, neue Regeln zu manifestieren. Auch sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass eine Fülle an Regelungen zur digitalen Unterstützung der Bewältigung der Pandemie auch im Gesetzentwurf zur Anpassung des Hessischen Schulgesetzes an die Maßnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus eingearbeitet wurden. Nicht wiederholen muss ich sicherlich die erheblichen finanziellen Anstrengungen, mit denen das Land vor allem auch die Bundesmittel des Digitalpaktes und seine ergänzenden Pakete in beispielhafter Größenordnung erweitert. Ich denke, jeder, der sich ernsthaft mit der Materie befasst, kann erkennen, dass man auf Seiten der Landesregierung und der sie tragenden Fraktionen von CDU und Bündnis 90 Die Grünen die Zeichen der Zeit erkannt hat und alles tut, was machbar ist, auch wenn man in der Pandemie oftmals, wie man so schön sagt, nur von der Hand in den Mund agieren kann. Niemand, auch wenn einige das behaupten, konnte diese Pandemie und ihren Verbreitungscharakter bis hin zu den Mutationen vorhersehen und präventiv bekämpfen bzw. gezielte Handlungsweisen vorbereiten. Vielen Dank. Danke, Herr Feilmann. Nächster Redner ist der Abgeordnete Scholz für die Fraktion der AfD.
Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, verehrte Kollegen der FDP! In Anbetracht der momentanen schwierigen politischen Lage bin ich über Ihren Umgang mit unseren begrenzten parlamentarischen Ressourcen etwas verwundert. Denn es ist nicht nachvollziehbar, dass Sie Ihrem Gesetzentwurf nach zweimaliger Behandlung im KPA sowie einer umfangreichen Expertenanhörung heute zur dritten Lesung in gänzlich unveränderter Fassung ein weiteres Mal einbringen. Daran ändert auch Ihr kurzfristig eingereichter Änderungsantrag nicht das Geringste. Ich frage Sie, wozu führen wir Anhörungen durch, wenn wir renommierte Experten beschäftigen, wenn sie dann doch nicht die entsprechenden Vorschläge annehmen? Ihr Gesetzentwurf würde nach wie vor, und da widerspreche ich Ihnen, Herr Promny, einen entscheidenden Eingriff in die gesetzlich garantierte Lehr- und Lehrmittelfreiheit der hessischen Lehrer darstellen. Gewiss ist es zur Präzisierung des Gesetzentwurfs sinnvoll, den Präsenzunterricht als Regelfall auszuweisen. Ihr Griff in die semantische Trickkiste ändert allerdings nichts an der Tatsache, dass Sie sich immer noch einer Definition des Begriffs Bedarfsfall, nun ersetzt durch den Terminus Ausnahmefall, verweigern. So halten Sie starr daran fest, dass im Ausnahmefall digitale Lehr- und Lernformate an der Stelle des Präsenzunterrichts treten können, ohne diesen Ausnahmefall analog zum Bedarfsfall zu definieren. Das heißt, hinreichende und notwendige Kriterien zu seinem Vorliegen zu benennen. Damit verstoßen Sie unseres Erachtens auch hier gegen das unserem Rechtssystem zugrunde liegende Bestimmtheitsgebot sowie das Gebot der Normenklarheit, indem Sie ob der fehlenden definitorischen Grundlage vielfältigen Interpretationsmöglichkeiten Raum schaffen. Meine Damen und Herren, der berühmte Staatsphilosoph des 20. Jahrhunderts, Carl Schmitt, bemerkte in seiner Politischen Theologie von 1922 zum Begriff Ausnahmefall. Ich zitiere: Souverän ist, wer über den Ausnahmezustand entscheidet. Der Ausnahmefall offenbart das Wesen der staatlichen Autorität am klarsten. Die Autorität beweist, dass sie, um Recht zu schaffen, nicht Recht zu haben braucht. Die Ausnahme ist interessanter als der Normalfall. Das Normale beweist nichts, die Ausnahme beweist alles. Sie bestätigt nicht nur die Regel lebt überhaupt nur von der Ausnahme. Zitat Ende. Wollen Sie etwa bei der geringsten Abweichung vom Normalfall, aus welchen Gründen auch immer, die jeweils herrschende und insbesondere die aktuelle Regierung ermächtigen, über einen wie auch immer gearteten Ausnahmefall zu befinden? Noch einmal, schon bei der geringsten Abweichung vom Normalfall, wie auch immer dieser definiert wird, wie z.B. durch den Mangel an qualifiziertem Lehrpersonal oder baulicher Mängel an Schulgebäuden, könnte der Präsenzunterricht ausgesetzt werden. Dazu immer noch ein klares Nein von unserer Fraktion, meine Damen und Herren. Der Einsatz digitaler Lehrinstrumente, zumal als vollständiger Ersatz für den Präsenzunterricht, darf aus pädagogischen Gründen auf keinen Fall über einen längeren Zeitraum das Unterrichtsgeschehen dominieren und andere Lehrformen ersetzen. Digitale Lehr- und Lernformate können pädagogisch geeignet aufbereitet zur sinnvollen Ergänzung des Präsenzunterrichts dienen und zu einem tieferen Verständnis des Lehrstoffes führen. Daher bleiben wir auch weiterhin bei unserem Vorschlag, die rechtliche Regulierung des digital gestützten Unterrichts über dessen Verankerung in den Kerncurricula bzw. in Form von Bildungsstandards als digitale Kompetenzen vorzunehmen. Hierzu gehört unseren Schülern ein systematisches, zeitbeständiges und über die bloße Bedienerfertigkeiten hinausgehendes Basiswissen über die Funktionsweise, die innere Struktur sowie die Möglichkeiten und Grenzen informationstechnischer Systeme zu vermitteln. Dadurch wird Ihnen deren sinnvolle, kompetente und verantwortungsbewusste Nutzung und Beurteilung auch in Hinsicht auf soziale Medien ermöglicht. Demgemäß sehen wir die Einführung eines obligatorischen Lehrfaches Informatik in heutiger Zeit als alternativlos an. Das Hessische Kultusministerium, da komme ich doch noch zum Schluss, ist hier
ganz klar in der Verantwortung, einen rechtlichen Rahmen hierfür zu erstellen. Meine Damen und Herren, auch in dritter Lesung lehnen wir den vorgelegten Gesetzantrag sowie den Änderungsantrag aus besagten Gründen ab. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Scholz. Für die Fraktion der SPD spricht jetzt Frau Kollegin Geis. Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen! Oft und viel müssen wir über die Digitalisierung in der Schule sprechen. Und das liegt nach unserer Auffassung daran, dass wir betrachten das wie eine Großbaustelle. Nur leider ist diese Großbaustelle noch nicht übers Fundament hinausgewachsen. Gestatten Sie mir deswegen ein Zitat. Gestatten Sie mir deswegen ein Zitat aus dem Groß-Gerauer Echo vom 29. Januar 2021. Landesschulsprecher Paul Haader erklärt zur praktischen Umsetzung des Unterrichts, da es noch kein einheitliches Konzept für den Distanzunterricht gebe, sei die Qualität sehr unterschiedlich. Jede Schule, sagt er, und auch jede Lehrkraft verfährt unterschiedlich im Umgang mit digitalen Medien. Haader habe von Mitschülern gehört, die von 8 bis 13 oder 16 Uhr vor dem Laptop sitzen, sich mit Videokonferenzen Monologe der Lehrkräfte anhören. Und das, werte Kolleginnen und Kollegen, beschreibt die Realität seit einem Jahr an den hessischen Schulen für unsere Schülerinnen und Schüler nur deutlich. Und wir sind uns sicher darüber einig, dass weder der stundenlange Monolog von Lehrkräften in Videokonferenzen noch der Versand von Arbeitsblättern per Mail ein zeitgemäßes und adäquates digitales Bildungsangebot darstellt. Und es zeigt deutlich, wie akut der digitale Handlungsbedarf an unseren Schulen ist. Und deswegen ist der Gesetzentwurf der Freien Demokraten sehr wohl erforderlich, Herr Weilmann, wie es uns scheint. Ein Gesetz zur Stärkung der digitalen Bildung im hessischen Schulgesetz ist eine, wie nicht nur ich finde, fundamentale Voraussetzung für digitales Lernen und Unterrichten in der technisierten Zeit. Viele derzeit andauernden Probleme hinsichtlich des Unterrichts hätten wir in diesem Ausmaß nicht, würde digitale Bildung in Hessen einen höheren Stellenwert einnehmen. Und genau deswegen finden wir den Impuls der Freien Demokraten richtig und wichtig. Digitale Kompetenzen werden immer wichtiger. Die Welt befindet sich im Wandel, und digitale Bildung muss umfassend im Schulgesetz verankert werden, damit diese endlich einen angemessenen Stellenwert in Hessens Schulen finden. Die Corona-Pandemie hätte den Schulalltag mit Sicherheit in weniger drastischen Maßen beeinflusst, wären Hessens Schulen schon einen Schritt weiter gewesen. Und so ist es Schulen nicht ohne Weiteres möglich, von heute auf morgen den Unterricht in die digitale Welt zu verlagern. Das ist auch vollkommen nachvollziehbar. Wenn ich zu Hause eine wichtige Reparatur vornehmen muss und diese hinauszögere, bis sie nicht mehr vermeidbar ist, brauche ich mich nicht zu wundern, wenn der Schaden nicht von jetzt auf gleich behoben werden kann. Das dauert Zeit, und Zeit haben wir in der Pandemie leider nicht. Das war übrigens auch die eine oder andere Feststellung in der umfangreichen Anhörung, die wir dazu hatten. Auch diese Seite der Anmerkungen gab es durch die Anzuhörenden. Mit dem Gesetz zur Stärkung der digitalen Bildung ebnen wir einen außerordentlich wichtigen Weg für alle Schülerinnen und Schüler. Es eröffnet Kindern und Jugendlichen völlig neue Chancen und Möglichkeiten, gefördert zu werden, selbstständig zu arbeiten und räumlich unabhängig zu lernen und unterrichtet zu werden. Wir befinden uns in einer technisch hochentwickelten Gesellschaft. Unterricht im Jahr 2021 darf nicht länger mit defekten Overhead-Projektoren, Kreidetafeln als einziges Medium der visuellen Wissensvermittlung oder WLAN-Hotspot durch das Handy der Lehrkraft geprägt sein.
Es ist Teil für den digitalen Wandel auch im Schulalltag. Dieser ist längst überfällig und musste schon viel zu lange warten. Deswegen wird die Fraktion der SPD dem Gesetzentwurf der Freien Demokraten gerne zustimmen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Geis. Nächste Rednerin ist die Abgeordnete Anders für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte KollegInnen, ganz zu Anfang möchte ich doch mal kurz auf den rechten Rand hier im Plenum eingehen. Hier wurde ja gerade Carl Schmitt zitiert, und vielleicht kann man mal darauf hinweisen, dass Carl Schmitt Verfassungsjurist während des Nationalsozialismus war und unter anderem den Führerstaat rechtfertigte. Ich bin mir nicht sicher, ob es diesem Hause gerecht wird, so jemanden hier zu zitieren. Ja, die Empörung ist auf unserer Seite, da haben Sie sicher recht. Aber nun zu dem FDP-Gesetzentwurf, den wir jetzt zum dritten Mal hier beraten und ich zum dritten Mal darlege, warum ich glaube, dass es nicht notwendig ist, dieses Gesetz zu machen. Und ganz formal habe ich ja auch schon einmal gesagt, der Vorredner Herr Fallmann hat es auch gesagt, die Gesetzgebung ist da, wir haben die notwendigen Paragraphen, wir haben die digitalen Möglichkeiten, oder die Gesetze dafür, um digitale Möglichkeiten anzuwenden. Die Lehrmittelfreiheit wurde angesprochen und auch die pädagogische Freiheit von Lehrkräften. Und digitales Lernen findet dank der Pandemie jetzt viel vermehrter statt. Und das machen die Schulen jetzt schon gesetzeskonform. Und das machen sie in verschiedenen Formen. Viele nutzen das Schulportal, viele nutzen andere Apps oder Portale. Und mit dem Digitalpakt mit 50 Millionen Euro, die glücklicherweise ja auch zum richtigen Zeitpunkt gekommen sind, konnte vieles an Soft- und Hardware angeschafft werden. Rund 80.000 Endgeräte sind an Schülerinnen und Schüler vergeben worden. WLAN-Sticks sind auch endlich da. Das sind alles die Sachen, die ich noch in der ersten Lesung kritisiert habe, dass das ja alles noch gar nicht da ist. Daran sieht man mal, in welchem Tempo wir vorangekommen sind. Und ich finde, das kann man hier sehr lobend erwähnen, wie weit wir gekommen sind. Und ich finde, dass es sich lohnt, darüber nachzudenken, wie digitale Lehre und Lernen, wie das weiterentwickelt werden kann. Ich glaube, dass Unterrichtsformen viel interaktiver gestaltet werden können, dass sie barrierefreier gestaltet werden können durch die Digitalisierung. Aber dafür braucht es eben nicht das Gesetz, sondern es braucht Konzepte, es braucht engagierte Lehrerinnen und Lehrer, es braucht viel mehr Fortbildungen für Lehrerinnen und Lehrer. Und daran ändert eben der Gesetzentwurf nichts. Was mich sehr, sehr freut, das habe ich ja in all meinen Reden ausgeführt, dass es einen Änderungsantrag gibt zu diesem Gesetzentwurf, der nämlich genau das, was Frau Geis eben noch betont hat, dass nämlich die Zeit- und Ortsunabhängigkeit des Lernens gestrichen wird und dass das eben nicht der Regelfall wird, sondern eine absolute Ausnahme bleibt. Und es freut mich sehr, dass die FDP anerkennt, dass die Schule der Ort des Lernens ist, die Schule der Ort des Austauschs und der Begegnung ist und auch des Miteinanders und dass nur in der Schule auch der Bildungs- und Erziehungsauftrag, der Kinderschutz und die wichtige Aufgabe des direkten Kontakts, des Beziehungsaufbaus in der Schule auch stattfindet. Ich hätte mir gewünscht, dass wir in diesen Debatten, die wir ja sehr, sehr ausführlich geführt haben, tatsächlich auch einmal darüber sprechen, wie denn tatsächlich das digitale Lernen aussehen soll. Und ich glaube nicht, dass es damit getan ist, iPads zu verteilen, Arbeitsblätter auf iPads auszufüllen oder Präsenzunterricht eben nun digital
teilmachen zu müssen. Ich glaube, wir müssen Schülerinnen und Schüler auf eine digitale Welt vorbereiten. Vielleicht wird auch die Wissensvermittlung nicht mehr ganz im Vordergrund stehen, weil Wissen eben digital sehr einfach abrufbar ist, sondern Schule wird sicherlich andere Aufgaben übernehmen und vielleicht auch unabhängig von Fachlehrerinnen und Fachlehrern, sondern tatsächlich das soziale Miteinander und die wichtigen Fragen, die es sonst im Leben noch so zu besprechen gibt von Kindern, tatsächlich am Lebensort Schule auch diskutiert werden. Ich halte also noch einmal fest, es braucht unbedingt digitale Unterrichtsformen und digitale Lern- und Lehrmittel. Es braucht aber die Schule als Begegnungsort und als Ort des sozialen Lernens. Und es braucht neue, innovative und zukunftsfähige Konzepte. Die würde ich gerne hier diskutieren, weniger als ob nun der § 53 oder 54 eventuell noch präzisiert werden müsste dafür. Die vorgeschlagenen Gesetze, die jetzt hier daliegen, braucht es nicht, weil die gesetzlichen Grundlagen gibt es schon. Danke. Vielen Dank, Frau Kollegin. Nächste Rednerin ist die Abg. Kula, Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Also, Frau Anders, ganz ernst gemeinte Frage. Vielleicht können Sie mir das beantworten. Wer regiert denn gerade? Ich weiß nicht. Also vielleicht können Sie es mir noch beantworten. Herr Fallmann, was Sie gesagt haben, ich glaube, auch bei Anhörungen ist das ja immer so eine Sache. Es kommt immer auf den Empfänger an, was bei rausgekommen ist. Also bei uns kam eher an, dass das mit sehr viel Wohlwollen wahrgenommen wurde, der Gesetzentwurf der FDP. Es gab Kritikpunkte. Aber ich muss auch sagen, wir haben ja auch gesagt, wir wollen uns enthalten. Aber jetzt wurde tatsächlich mit dem Änderungsantrag noch einmal auch von uns zentrale Kritikpunkte und auch das, was ich zumindest als die zentralen Kritikpunkte in der Anhörung wahrgenommen habe, auch von der GEW übrigens, noch einmal korrigiert. Und deswegen können wir uns dann, glaube ich, auch dem anschließen und dann auch zustimmen tatsächlich. Weil die FDP kann etwas, was die Landesregierung nicht so gut kann, nämlich nach einer Anhörung tatsächlich auch etwas verändern an den eigenen Entwürfen. Und ich glaube, es ist total wichtig, dass der Umgang mit digitalen Lernsystemen in einer pädagogisch angemessenen Form zumindest in den weiterführenden Schulen irgendwie dazugehört. Das wird jetzt so sein, und dann muss man eben auch das Schulgesetz so ändern, auch den Bildungs- und Erziehungsauftrag. Und da muss die Landesregierung nämlich, wenn das im Bildungs- und Erziehungsauftrag drinsteht, dann eben auch die digitale Ausstattung dafür besorgen und dafür sorgen und kann eben nicht mehr sich nur auf Bundesprogramme verlassen oder mit dem Finger auf die Kommunen zeigen. Und ganz klar ist auch, Schülergeräte sind Lernmittel und Lehrergeräte sind Arbeitsmittel. Und für beides ist das Land Hessen zuständig. Und eine Schulgesetzänderung würde Ihnen das noch einmal ins Stammbuch schreiben. Aber um Tablets nutzen zu können, braucht es, zumindest für die Schüler, aber auch für die Lehrer, gutes Internet zu Hause. Und auf das Thema würde ich jetzt gerne noch einmal zu sprechen kommen, weil ich finde, das wird zu wenig oder haben wir auch zu wenig diskutiert. Am liebsten wäre natürlich für uns, wir hätten gut ausgestattete Ganztagsschulen ohne Hausaufgaben. Dann hätte sich das Problem irgendwann auch selber erledigt. Aber wir haben jetzt eben die Pandemie, und trotzdem muss das Recht auf Bildung für alle Kinder umgesetzt werden, auch für die, die keinen guten WLAN-Anschluss zu Hause haben. Und das sind gar nicht so wenige in Hessen. Und bisher ist die Landesregierung in der Frage, wie Kinder ohne einen funktionierenden und guten Internetanschluss dem Distanzunterricht folgen sollen, leider komplett untätig geblieben. Und das erhöht die Ungerechtigkeit und die soziale Selektion in der aktuellen Situation in der Bildung. Wenn man jetzt nach Berlin zum Beispiel guckt, da kann man sich das abgucken, die haben tatsächlich etwas Gutes gemacht. Die haben nämlich für bedürftige Kinder Surfsticks bereitgestellt mit mobilem Internet. Und Hessen verweist da auf die Gespräche auf der Bundesebene. Zumindest war das, was mein letzter Punkt war, im Ausschuss, was der Herr Lösel, der Staatssekretär, gesagt hat. Es gibt eine Diskussion mit den Telekommunikationsanbietern.
Und da trennen sich jetzt die Wege von FDP und LINKEN noch einmal an dieser Stelle, beziehungsweise von den LINKEN und allen anderen Fraktionen des Hauses. Weil der Staatssekretär hat im Ausschuss erklärt, die Telekom habe bisher kein akzeptables Angebot für einen mobilen Tarif für diese Schülerinnen und Familien vorlegen können. Und, meine Damen und Herren, da müssen wir uns doch einmal einsehen. Was ist das denn für eine Bankrotterklärung für die Politik, die unsere öffentliche Infrastruktur privatisiert hat? Die Telekom kann keinen Mobilfunktarif anbieten für diese Kinder. Und so ist das eben mit dem Post- und Telekommunikationswesen. Ich kann noch einmal darauf hinweisen, auch unser Grundgesetz verpflichtet die Bundesregierung nämlich, im Bereich des Postwesens und der Telekommunikation flächendeckend angemessen und ausreichend Dienstleistungen zu gewährleisten. Und jetzt sehen wir einfach, dass es so, wie es aktuell ist, eben nicht funktioniert, Teile der öffentlichen Daseinsvorsorge zu verscherbeln. Und die LINKE fordert, und das auch schon mit Recht, eine ganze Weile die Überführung von den Infrastrukturnetzwerken in die öffentliche Hand, damit eben politische Entscheidungen, wenn sie denn getroffen werden, wie z.B. jedem Schüler und jeder Schülerin einen Zugang zu mobilen Daten und dem Internet zu gewähren, auch umgesetzt werden können und das Allgemeinwohl wieder mehr Beachtung findet als Unternehmensinteressen. Vielen Dank, Frau Kuhler. Es hat sich noch gemeldet Herr Kollege Promny für 1 Minute und 7. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Zunächst zum Kollegen Faymann. Ich glaube, ich habe deutlich gemacht, dass unser Gesetz gerade nicht überflüssig ist, sondern dass es dringend erforderlich ist, dass es endlich umgesetzt wird. Zum Kollegen Scholz vielleicht auch nur zwei Sätze. Also, im Gegensatz zu Ihnen machen wir hier konstruktive Oppositionsarbeit, und die finden wir eigentlich ganz ordentlich. Also, das muss ich auch noch einmal festhalten. Und jetzt noch schnell ein Wort zu Ihnen, Kollegin Anders. Also in der ersten Lesung haben Sie vollmundig noch behauptet, und da zitiere ich Sie mal, es scheitert am wenigsten an den Ressourcen, sondern in Hessen ist digitale Bildung schon Realität. Das haben Sie wortwörtlich gesagt. In der zweiten Lesung saßen Sie dann allerdings bereits im Ruderboot und mussten zurückrudern und haben dann zugegeben, dass es noch ganz schön viel zu tun gibt. Und liebe Kollegin Anders, es wäre auch frech, gegenüber den Anzuhörenden etwas anderes zu behaupten. Immerhin scheint ja unser Gesetzentwurf zu einem Erkenntnisgewinn geführt zu haben, und ein Realitätscheck hat stattgefunden. Und das ist doch wenigstens mal etwas Schönes. Vielen Dank. Danke schön, Herr Kollege. Die Landesregierung spricht der Staatsminister Prof. Lorz. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Lassen Sie mich zwei Feststellungen zu Beginn treffen. Erstens. Das Hessische Schulgesetz bietet bereits jetzt rechtliche Rahmenbedingungen für den Einsatz digitaler Technik im Rahmen der pädagogischen Gestaltungsfreiheit der Lehrkräfte und durch die Berücksichtigung digitaler Medien im Unterricht ebenso wie in der Lernmittelfreiheit. Und zweitens. Die Digitalisierung unserer Schulen ist bereits Wirklichkeit und schreitet voran. Und zwar nicht im luftleeren Raum, sondern auf der Grundlage des geltenden Schulgesetzes. Insbesondere das, was wir jetzt in der Pandemie tun müssen, können wir tun. Dazu haben wir erst gestern einen anderen, sehr detaillierten Gesetzentwurf eingebracht. Und, meine Damen und Herren, dabei gehe ich mit dem grundsätzlichen Anliegen dieses Gesetzentwurfs der FDP, die Digitalisierung in der Schule weiter zu befördern und stärker zu verankern, durchaus konform. Und das ist vielleicht ein Kuriosum dieser Plenarwoche. Die Opposition in Gestalt der Freien Demokraten hat zwei Gesetzentwürfe zur Beratung gestellt, und zu beiden gibt es eigentlich keine inhaltlichen Differenzen. Auch den Änderungsantrag der FDP kann ich nur begrüßen. Ich finde es gut, dass bei aller Begeisterung für die Digitalisierung auch Sie den Präsenzunterricht weiterhin als Regelfall betonen. Und das wird im Übrigen auch nach dem Ende dieser Pandemie die bleibende Aufgabe sein. Nicht nur über die zukünftige Rolle des digital gestützten Distanzunterrichts zu reden, sondern vor allem, so wie wir das ja auch bis zum vergangenen März diskutiert haben, die Frage, wie wir den Präsenzunterricht der Zukunft mit den Möglichkeiten des Digitalen bereichern können.
Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen von den Freien Demokraten, da liegt dann natürlich auch das Problem mit Ihrem Gesetzentwurf. Wenn es um so grundlegende Weichenstellungen geht, dann sprechen wir über einen Paradigmenwechsel. Und der ist mit einem dürren Satz im Schulgesetz, wie Sie ihn hier vorschlagen, nicht korrekt abgebildet und auch nicht hinreichend durchdacht. Und deswegen habe ich ein Angebot an Sie. Lassen Sie uns jetzt das verabschieden, was wir zur Bewältigung der Pandemie brauchen. Das steht in dem Gesetzentwurf von gestern drin. Und dann unterhalten wir uns bei der nächsten Schulgesetznovelle, die ist soweit ja dann auch nicht mehr weg, über die Frage weiterer grundsätzlicher Weichenstellungen auf der Basis der jetzt gewonnenen Erfahrung. Und ich mache Ihnen bis dahin einen Vorschlag für einen sicherlich noch deutlich ausgefeilteren Gesetzentwurf. Und dann unterhalten wir uns noch einmal darüber, wie wir diesem Ziel, das wir gemeinsam teilen, wie wir dem weiter näher kommen können. Und bis dahin, meine Damen und Herren, treiben wir die Digitalisierung auf allen Feldern mit Hochdruck voran. Wir stehen den Schulträgern. Wir stehen den Schulträgern mit einer eigenen Taskforce bei, damit sie so schnell wie möglich die Gelder aus dem Digitalpakt verbauen können. Die Schülerendgeräte sind weitgehend ausgeliefert. Die Anschaffung der Lehrerendgeräte kann nach dem Haushaltsbeschluss dieses Hohen Hauses von gestern jetzt beginnen. Ebenso fließen jetzt die 50 Millionen € für den IT-Support. Das Schulportal läuft und wird weiter ausgebaut. Das landeseigene Videokonferenzsystem ist für den Sommer in der Mache. Und die Schulungen der Lehrkräfte werden weiter intensiviert. Und ich könnte noch vieles andere mehr aufzählen. Das sind nur, ich sage mal so, die Eckpfeiler der ganzen Anstrengungen, die wir im Moment in Richtung Digitalisierung unternehmen. Und die Erfolge werden auch gerade überall sichtbar, meine Damen und Herren. Und weil die Kollegin Geis ja so schön aus einer ihrer Heimatzeitungen zitiert hat, einfach mal eine Auswahl von Schlagzeilen aus den Zeitungen nur der letzten 8 Tage. Distanzunterricht funktioniert. Bericht zur Umfrage der Offenbach-Post an Schulen vom 28.01. Online-Unterricht funktioniert gut. Kollegium begreift Situation als Chance. Bericht im Odenwälder Echo zu einer weiterführenden Schule in Rimbach vom 28.01. Digitale Herausforderungen gemeistert. Fernunterricht ist für die Albert-Einstein-Schule kein Problem. Bericht im Hanauer Anzeiger vom 27.01. Digitaler und agiler. Mittelpunktschule beschreitet kreative Wege. Bericht in der Mainspitze zu einer Schule in Trebur vom 23.01. Und zuletzt Entwicklung so schnell wie nie. Starkenburg-Gymnasium gewährt Einblick in den Online-Unterricht. Odenwälder Echo vom 30.01. Das ist wirklich nur das, was ich mir jetzt gerade auf die Schnelle zusammengesucht habe an Nachrichten, meine Damen und Herren. Davon gibt es noch viel, viel mehr. Und ja, ich weiß sehr wohl, dass das noch nicht überall in Hessen der Fall ist. Ich habe auch noch nie behauptet, dass wir schon am Ende dieses Weges angekommen wären, meine Damen und Herren. Die Digitalisierung der Schulen ist eigentlich ein Projekt für ein Jahrzehnt. Aber wir sind auf dem Weg, und wir kommen vor. Und wir werden wesentlich schneller sein, als man je gedacht hätte. Und das ist auch der richtige Weg. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank, Herr Minister. Wir sind damit am Ende der Aussprache zur dritten Lesung des Gesetzentwurfs der Freien Demokraten. Die Abstimmungen inklusive Änderungsantrag werden wir dann im Abstimmungsblock aufrufen.